Ja, liebe YouTube-Freunde, wie ihr seht, es hat den Kalb gegeben. Heute Sonntagmorgen sieht man es auf der Uhr. 20 vor 2 ist alles gut gegangen. Sie hat alleine gekalbt. Ich bin gerade gekommen, als es auf der Welt war. Schön, wie sie es schlägt. Ja, und die Heizung ist auch auf Störung gefallen heute Abend um, ja, da war etwa 23 Uhr, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr auf Störung gefallen. Ich habe es gesehen, ich habe telefoniert mit zuerst ein WhatsApp geschickt, dem Verantwortlichen oder der Störungsdienst hat oder Störungsdienst macht. Wir haben probiert, die Heizung wieder zu starten, und das ist die Lambda-Sonde, die da sehr schön recht defekt ist. Wir wollten die austricksen, aber ging nicht. Jetzt habe ich den Auftrag, morgen die Heizung beim Gebläse hinten zu öffnen, also das Gebläse, das Rauchabzuggebläse, das da im Kamin ist. Dort ist die Sonde. Sonde rausnehmen, vorsichtig reinigen, ausschütteln, wieder montieren und zu starten probieren. Vielleicht geht es so, oder sonst muss dann am Nachmittag, Sonntagnachmittag, da eine neue Lambda-Sonde eingebaut werden. Jawohl. So läuft es da beim Bauerhaus. Bin übrigens vor dem Fernseher eingeschlafen. Wollte eigentlich schon früher einen Kontrollblick in den Stall werfen. Und jetzt war ich da ein bisschen zu spät, aber glücklicherweise ist alles gut gegangen. Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhaus? Heute ist Sonntagmorgen. 10 Uhr. Meine Heizung hat den ersten Defekt nach gut 4 Betriebsjahren. Hier soll eine Lambda-Sonde, es hat mir angezeigt, Lambda-Sonde-Defekt, und hier hinten ist die. Nach Rücksprache mit dem Serviceverantwortlichen probiere ich jetzt die auszubauen. Vorsichtig ausklopfen, mit Staubsauger reinigen und wieder einbauen, und vielleicht läuft sie wieder, oder sonst muss sie dann heute Nachmittag ersetzt werden. Heute Sonntagnachmittag. So, das ist sie, die Lambda-Sonde. Hier habe ich freigelegt. Ziehen wir die raus. Jetzt werde ich die reinigen. So, nach einem Telefon mit dem Allotherm-Verantwortlichen. Das ist der Abgasfühler, das ist nicht die Lambda-Sonde. Die Lambda-Sonde ist da hier innen. Man sieht sich vielleicht, ja, hier innen. Die muss raus. Diese hier muss raus. So, das ist sie jetzt. Man denke, hier vorne ist das mit Asche verstopft. Darum läuft es nicht mehr. Jetzt muss ich das reinigen. So, mit dem Staubsauger gereinigt, sieht besser aus. So, wieder montiert, allerdings ohne Verschalung hier rum. Zum Probieren reicht das, da muss ich Isolation und Verschalung auch noch nicht montieren. Wir probieren zuerst.
Ja, liebe gute Freunde, ich bin da mal gespannt. Die startet jetzt wieder. Moment, noch grün. Vielleicht kommt dann wieder eine Fehlermeldung. Hier, die Blase heizt ein, um Schnitzel zu entzünden. Ja, liebe Jutta-Freunde, ist, warum bin ich da schwarz? Ist nichts gewesen. Ne? Ist wieder auf Störung gegangen. Ich denke, die Lambda-Sonde ist im Eimer. Jawohl. So, jetzt kurz vor halb zwölf. Jetzt ist für mich auch Sonntag. Ich telefoniere dem Service. Mann, und der hat mir schon gesagt, er kommt heute Nachmittag. Hat es da Staub in der Luft?